Ich bin ja jetzt offiziell auch, gehöre jetzt auch zu den Geiern. Wir reagieren heute auf Inscope 21. Das schiebt aber gar nicht. Eigentlich schiebt es immer ganz anders, aber diesmal schiebt es vielleicht gar nicht. Und ja, wie gesagt, ich wurde schon gespoilert von meinem Offline-Chat. We in, Boys, we in. We got it again. Und ich weiß aber nicht, welcher Clip. Und ich habe Angst. Keine Ahnung, we will see. Ich hoffe, es trifft uns diesmal nicht so hart wie sonst immer. Und ja, gut. Let's go in, Boys. Let's go in. Die nachfolgende Sendung ist nicht für. Ich bin's, Mark! Geeignet. Ich bin's, Boucher! Guten Morgen, guten Mittag oder Abend. Was soll die Scheiße schon? Ich bin im Urlaub und die Leute werden trotzdem voll gemüht. Mein Highlight-Kanal, so. Geteiltetreu, der beschissenste Highlight-Kanal, hat für euch wieder die beschissenste... Kuss an der Stelle an die Jungs, das sind doch meine Cutter. Wartet mal. Moment. Mein Highlight-Kanal, Geteiltetreu, der beschissenste Highlight-Kanal, hat für euch wieder die beschissensten Twitch-Clips rausgesucht. Die beiden sind wirklich... Das, okay. Ah, okay, gut. Dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, bei wem ich mich beschweren muss, beziehungsweise wen ich in Zukunft einfach wegstriken lasse. Nämlich meine eigenen Cutter anscheinend, wenn ich hier schon wieder höre, dass die das zusammengecuttet haben. Warum bin ich dann da drin? Hä? Was soll das? Wirklich die nächste Begeier. Ich bin ein Geier. Ja, ich geier gerne. Das ist geil. Sehr, sehr geil. Nee, das leidet nicht in meine DMs. So, oh, wirklich so geil. Wer ist das denn von denen, Chat? Das kommt echt. Mega geil. Ah, Patrick Moser. Okay. Das nein! Versteht eine Sache nicht. Leute, das ist mein Beruf. Ich mache diese ganzen Anmachsprüche rein aus beruflicher Expertise. In meinem Privatleben bin ich Jungfrau. Moment. Ich muss da mal kurz stellen. Was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Luca Dave, ihr seid gefeuert. Ihr seid das erste Mal auch auf meinem Channel gefeuert. Was soll das? Hä? Imagine, deine eigenen Cutter cutten Clips out of context für ein Video von einem anderen YouTuber. Bro, Luca Dave, warum ist in diesen Clips nicht drin, wie ich dem wieder entfolgt bin, ha? Warum ist das nicht drin? Warum ist das nicht drin, dass ich dem entfolgt bin, weil der zu jung ist? Warum ist das nicht drin, wie ich am Anfang reingememt habe, als der gesagt hat, Johann, alle Bitches da draußen, wo ich gesagt habe, oh, da fühle ich mich angesprochen fürs Meme. Ha, warum ist das da nicht drin? Wie kommt... Ach, wirklich scheiß drauf. Nee. Statement, Geteiltetreu, Statement, könnt ihr bitte so ins Video packen, so mit so einem schwarzen Bild und damit weiß irgendwie, könnt ihr so schreiben, so Entschuldigung oder so. Vielleicht kann ich euch dann nochmal verzeihen, aber sonst seid ihr gefeuert. Endlich Beef! Hey, Mann! Und mit dem Trottel muss ich in Urlaub, das darf doch wohl einfach nicht wahr sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ab sofort wahrscheinlich keine Videos mehr von Hungriger Hugo erscheinen werden. Den Typen hat's leider letztens ein bisschen aus der Karriereschleuder rausgezündet. Der hat nämlich einen ganz berühmt-berüchtigter Sprechgesangskünstler einen Diss-Track gegen den tatsächlich rausgebracht. Und aus der Affäre wird er sich wohl oder übel nicht mehr erholen können. Oh Gott, jetzt kommt's, Chat. Lazo Freestyle. Ey, was geht ab, Hungriger Hugo, Satter Hugo oder wie auch immer dein Synonym jetzt ist? Du bist ein lächerlicher Keck, denn du arbeitest nicht mal mit Biss. Ah, ja, ich sitze hier im Office und reime die Freestyles gegen dein lächerliches Dasein. Du hast nicht mal so viel Geld wie ich in meinem Sparschwein. Okay. Ich sitze vor drei Screens und mache Big Business. Das schiebt aber ganz anders. Denn du bist eine Windel voll Shit, man. Richtiger Bagger, richtiger Bagger. Ich bin langsam allen bewusst, das war's mit Hungriger Hugo. War eine geile Zeit. Und damit ab in die Werbung! Displate ist so ein geiles. Hashtag Ade. Displate ist für jedermann. Egal ob Fotos mit Familienmitgliedern oder Fotos in anderen. Moment mal ganz kurz. Wie bitte? Andere Motiv. Mit jedem gekauften Displate pflanzt du einen Baum. Außerdem kannst du deinen Ausdruck gegenüber deiner Berufung optimal ausdrücken. Klebe dieses Stück einfach an die Wand. Setze den Magneten auf die vorgesehene Fläche. Danach schiebst du geil! Das Bild. Oha, die haben bei Displate auch so Pepe-Emotes? Was?
Wie cool ist das denn? Einfach mit maximaler Geschwindigkeit an die Wand. Wenn du dieses Tutorial nicht gecheckt hast, dann schiebt's bei dir aber gar nicht. Ich bin ein ganz großer Fan von Symmetrien und Ordentlichkeit, deswegen hänge ich meine Displays geordnet und schön auf. Ich habe das Ganze mit einer Wasserwaage abgeglichen. Boah, das triggert mich. Die perfekte Höhe zwischen der Türschwelle und der Steckdose. Ba-da-da-da-da. 27% bei 1 bis 2 Displays und bei 3 und mehr sogar bis zu 37%. Wer da nicht zuschlägt, ist wohl oder übel. Liebe Leute, und wir wissen es alle, in der Corona-trächtigen Zeit haben sich Leute probiert, mit Homeworkouts fit zu halten. Es ist wohl oder übel tatsächlich so, dass nicht nur Mutationen vom Coronavirus aktuell kursieren, sondern auch Mutationen von Trainingseinheiten. Was? Okay. Bitte, lass es einfach brand safe sein. Bitte lass es einfach brand safe sein. Und zwar heißt diese Plattform TikTok. Wir wollen gemeinsam reinschauen. Nein. Ist das egal? Marc. Oh. Hey, der Arme. Ich will mal bitte reinschneiden. Das kann doch nicht sein. Doch, richtig und wichtig. Wir sind nämlich Geier. Wir sind nämlich, also ich bin ja jetzt offiziell auch, jetzt auch zu den Geiern. Wurde ich übrigens in dem Video mit Nico selbst und mit Sydney und so auf eine Geierstufe gestellt? Ist es jetzt offiziell so schlimm? Oder ist bei mir noch ein bisschen weniger schlimm? Ja? Favorite E-Geier. 1 Million Leute werden sehen, dass du ein Geier bist. Geil. Chillig. Ich verstehe nicht, was Marc seiner Meinung nach brand safe sein soll. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hello everyone, this is Marc Gebo with the newest wrist tag. Und das ist eine sehr, sehr gute Antwort. So way back in the mind, got a... Yo Kevin, nice to see you this jetzt. Lol. Hier ist lieber Dankchat auf dem Handy. Für Chat, da hast du Emotes und alles. Ja, das gibt's glaube ich nicht. Okay. Ball wird jetzt kein Weltwunder passieren, aber... Und schon wieder. Das war Niklas, ne? Ich in Urlaub gehen muss. Darf ich mich in Mykonos darauf einstellen, dass ich mitten in der Nacht plötzlich aus dem Licht in der Nacht geweckt werde von folgendem Geräusch? Ihr wisst es, in einer Zeit wie heute, wo der Planet unter extremen Zuständen und Bedingungen leben muss, ist es für uns natürlich ganz besonders wichtig, dass wir unseren tierischen Konsum reduzieren und keine Lebensmittel mehr verschwenden. Deswegen finde ich gut, dass die Community... Mayo! Die muss ich heiraten, Bro. Die hat sich Mayo in ihr Gesicht geschmiert. Ich schwöre, ich würde es ablecken. Warum Dance Game? Hört Chat Mayo über alles. Ausrufezeichen Mayo in den Chat. Mayo über alles, Mayo auf alles. Wir, unsere Channel Points heißen Mayonnaise. Dance Game ist das falsche Emoji. Es muss hier ein Gashi Hyper her. Ja, danke für nix, Chat. Ich geb dir, was du willst. Und auf eine Pizza. Oh. Gehört kein Ananas. Ja. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Fortsetzung von dem Clip dann spätestens in Mykonos zu sehen ist. Und ich werde das Ganze natürlich filmtechnisch begleiten. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann lasst den Daumen jetzt im linken oberen Ohrschluch explodieren. Und falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt, und ihr wisst es, liebe Leute, Sascha und ich steuern straight auf 3 Millionen. 3 Millionen. Wisst ihr was? Go Boys, go. Du weißt, was ich meine, ne? Du weißt, was ich meine. Ja, was soll ich sagen? Jungs, was soll ich sagen? Wildes Video, wilde Reaction auf die Clips von, also wilde Reaction von InScope auf die Clips und wilde Clips von den Jungs von Getreidetreu. Danke an der Stelle. Kuss geht raus, ihr seid gekündigt. Danke, dass ihr da wart.